Das ist die letzte Show der Welt. Herzlich willkommen. Sie sehen zu über nichts Geringerem als der Revolution der deutschsprachigen Talkshow. Wir haben alles, was man für 3 Minuten Internet-Fernsehspaß braucht. Einen Tisch mit einem sexy Totenkopf, Getränke, ein Wahnsinnskonzept mit Witz am Schluss und einen illustren Gast. Nicht zu vergessen, die Band. Hier ist Walli. Das ist die letzte Show der Welt. Willkommen. Sie sehen zu die letzte Show der Welt. Er hat persönlich noch die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erlebt. Er textet tolle Sachen wie Unflexibel ist der Herrscher vom Glück. Hier ist der grandiose Sänger der Band Familie Ruppert, Bernhard Fenz. Ah, sehr gut. Setz dich. Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Ich bitte darum. Sehr gern. Eine heiße Schokolade. Ich bitte auch darum. Mit Eierlikör. Bernhard, was hältst du so von dem Umarmen als Begrüßung? Das hat sich erst in den letzten 10 Jahren durchgesetzt. Du bist ein Umarm-Immigrant. Nein, ich bin eher bei guten Freunden der Küsser. Ah, okay. Auch bei guten Freunden. Auf dem Mund, oder? Teils. Aber eher auf die Seite. Also eher, okay. Eher da. Aha, ja, das ist schön. Das ist eine gute Stelle. Kratzt ein bisschen da von der, also Bart auf Bart ist halt so. Ist nicht gut, nein. Ja, ja. Ja, die älteste Band des Neustadtbank-Netzwerkes ist die Familie Ruppert. Ihr habt keinerlei Verschleißerscheinungen. Ihr habt seid weiterhin fleißig unterwegs. Im Gegensatz zu all den anderen Bands, die sich da gerade auflösen. Retortenkinder, Rentokill haben sich vaporisiert und Zoe haben ihren Abschiedsgig gegeben, jetzt vor kurzem erst. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr auch schon letzte Tourpläne? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja relativ unfair den anderen gegenüber. Wir sind ja nicht so aktiv wie beispielsweise Zoe, Rentokill etc. war. Aber wir haben eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Wir proben einmal die Woche und wir machen das jetzt seit 18 Jahren. Also von dem her ist es dann doch in Summe hochgerechnet viel. In den Weiten des Internets gibt es ja tatsächlich eine Fernseh-Internet-Sendung, so wie diese mit uns beiden, wo ich dich auch interviewe, und zwar zu eurem 10-Jährigen. Genau, das muss 2004 gewesen sein. Ich habe es schön anmoderiert mit alten Männern, die Tauben vergiften, gehen im Park. Ja, ich habe es komisch gefunden, weil damals war ich 27. Da gibt es jetzt andere, die sind noch wesentlich älter. Aber vor allem jetzt, ich bin jetzt 35 und irgendwie fühle mich doch wie... Ich kann dir dasselbe Kompliment machen wie dem Bertel. Ich freue mich, wenn ich mit dir unterwegs bin, weil dann bin ich nicht der Jüngste. Stimmt, ja. Gut gemacht. Ihr seid auch die am besten fortgepflanzte Band. Ihr habt inzwischen 5 oder 6 Kinder. 6. Insgesamt 6. So ist es. Die Band selbst hat sich aber reduziert. Ihr habt bis jetzt immer zu 4 gespielt. Zum Schluss habt ihr euch ja immer einen Legionär angeheuert für viel Geld. Zuletzt Lux und Jack, glaube ich. Ja, der Jack war seit 2003 irgendwie der quasi fixe Vierte. Der war dann nur sehr viel unterwegs und ist jetzt nach wie vor sehr viel unterwegs. Kurzum, das ist relativ schwierig. Und der Lux hatte auch zahlreiche Projekte. Aber trotzdem herzlichen Dank an alle. Wir haben uns jetzt entschieden, wir haben keine Projekte. Wir würden aber gerne Musik machen einmal die Woche. Wir würden auch gerne neue Nummern machen und das machen wir jetzt auch. Jetzt spielen wir zu dritt und das ist irgendwie ziemlich herrlich. Große Premiere, also am 21. Dezember 2012, die Familie Ruppert. Erstmals in Dreierbesetzung mit 9 Nummern. 5 an der Zahl oder 6 sogar. Wahnsinn. Es werden auch alte Nummern gespielt natürlich, aber es ist natürlich, man muss Verständnis haben, dass man auch neue Sachen kriegt. Krieg ich eine Textzeile exklusiv hier aus einem neuen Lied, einem noch nicht öffentlich vorgetragenen? Frag mich nachher noch einmal. Okay. Gut, ihr spielt, und jetzt ist es wirklich passiert oder wird es passieren, als Vorband der Familie, Mist. So viel Spannung aufgebaut. Als Vorband der Retortenkinder, ja, mein Gott. Das ist ja, da mussten wir uns erst auflösen, damit das passiert. Anders konnte ich das niemals rechtfertigen. Das ist auch der eigentliche Hintergrund der ganzen Chose. Das ist ungefähr, als würde No Means No vor Alkvergiftung aus Neustadt spielen. Das stimmt. Weißt du jetzt eine Textzeile? Nein. Hab ich so bemüht. Die wird schon kommen. Ja, okay. Ich brauche deinen Blick von außen. Durch dein Alter und durch dein sehr... Wie soll ich sagen, gesätteltes Leben? Hast du einen guten und nüchternen Blick auf die Dinge, was ich immer sehr wertschätze, auch auf Neustadtbank? Das heißt, dich gab es ja schon, bevor es Neustadtbank gab, auch eure Band. Das heißt, ihr seid da quasi reingewachsen, und sollte Neustadtbank mal aufhören zu existieren, werdet ihr noch immer weiter leben. Wie ist da so dein Blick auf das Ding? War das eine gute Sache? Es war eine sehr gute Sache. Es war wirklich lässig. Und es war damals irgendwie aus einem Spaß heraus dann doch irgendwie eine sehr seriöse Geschichte und dann nachher wirklich seriös. Und dann nachher, glaube ich, österreichweit relativ einmalig, was da so auf die Beine gestellt worden ist.
Also es war wirklich genial und im Nachhinein betrachtet war es deswegen so genial, weil jetzt die Zeiten irgendwie ein bisschen schwieriger sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, also wenn man zurückblickt, ist es wirklich ganz hervorragend gewesen. Und ja, ihr zwei seid da schon mit Schuld dran, der Conny und der Johnny und eigentlich der Johnny und du, so heißt es. Dass die Familie Rupert überhaupt noch gibt. Nein, ihr überlebt jeden Atom wie Schaben. Ist Neustadtbank immanent. Sehr schön. Weißt du schon eine Textzeile? Achtung. 130 oder noch viel mehr. Wer spricht her von Verkehr? Ärmel hoch und der Blick ist leer, voll gepumpt. Wer kommt bitte sehr? Ein echter Rupert, ich bin gerührt. Exklusiv, oder jetzt? Ja, wirklich? Nur hier? Ja? Ja? Schön. So! Wir sind fast am Ende. Jetzt kommt das, auf was alle warten hier. Nicht Altherrengespräch und launige Scherzchen, sondern ein echter guter Witz, ein gespielter Witz, den gibt es am Ende der Sendung immer. Ich habe das vorbereitet kurz. Du bist ein Ehepaar, du bist die Frau, ich bin der Mann. Und geht schon los. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt einen BH trägst. Du hast doch nichts zum Reintun. Sagst ausgerechnet du trägst doch auch Unterhosen, oder? Wahnsinn! Ja, unser Snowboarder ist auch begeistert. Bernhard, ich danke dir vielmals. Wir sehen uns wieder am 21. Dezember 2012 im Triebwerk, denn da wird sie stattfinden, die letzte Show der Welt. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten letzten Show der Welt und hier noch ein paar Takte Musik von unserer Band Walli. Das ist die letzte Show der Welt. Willkommen, Sie sehen zu die letzte Show der Welt.